Wir machen einen neuen YouTube-Rekord. Wir machen die Distance Goal Challenge. Oh! Oh! Willst du mich verarschen? Der ist es. War drin! Und schauen wir mal. 30 Meter. Oh, hier haben wir die erste. 30 Meter. Bisschen links, also hier, nee, links, 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 links. Nee, so ist gut. Nee, das ist jetzt schief. Das ist also schief, du musst schon so. Ich, ganz kurz, ich würde so sagen. Na, auf keinen, Junge, du hast jetzt richtig einen schiefen Blick. Okay, so, oder nicht? 39. 40. 40. So, dann nächster, 50. Oh, bitte links. Ein 100er. Echt? Ja, ja. Okay, also ist der 100 Meter lang. 100 Meter lang. Hier ist 60. Machen wir ein Hütchen weiß. 62. Hier 70. So, servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind die Freaky Gast und heute mal wieder mit meinem Gesicht hier vorne, denn es gibt was Besonderes. Wir machen einen neuen YouTube-Rekord. Genau, wir machen die Distance Goal Challenge und der aktuelle Rekord kommt aus Russland. Ne? Genau, Freakix Russ hat ungefähr 60 Meter, die haben es auch abgemessen. Deshalb habt ihr vorne gesehen, haben wir das ganze Feld vermessen, auf den Zentimeter genau. Und wir werden heute versuchen, ich glaube, wir werden es auch schaffen, zusammen den neuen Rekord zu schlagen. Wir fangen an mit 30 Metern und ich würde sagen, fangen wir an. Uncut einfach nach dem Intro. Bestätigen. Jawohl! 30 Meter. 30 Meter. Gehen wir direkt zu 40. Die Hälfte haben wir. Ich weiß gar nicht, was der Konzi hier noch gemacht hat gestern, weil hier ist nur ein Kondom von dem. Komisch. Easy, die haben beide direkt die ersten Dinger weggemacht. Ich bin gespannt, ob sie es von 40 Meter genauso easy schaffen. Hier, 40 Meter Markierung offiziell abgemessen. Felix, du darfst. First try. Nein! Einfach gegens Lattenkreuz. Okay, Latten schießen. Also Crossbar Challenge wäre ja, stark. Crossbar Challenge wäre super gewesen. Scheiße. Auf geht's, Konzi. Oh, der sieht gut aus. Ja, geil. Junge. Das Alter macht's. Ja, die Erfahrung. Einer von uns muss die Marke schaffen, dann geht's weiter. So haben es auch die Jungs von Freakix Rust gemacht. Eine Anmerkung noch, als sie diesen Rekord gemacht haben, hatte ich reingeschrieben, das war zeitgleich, wo wir diesen 61,5 Meter Rekord geschafft haben. Mit der Crossbar. Mit der Crossbar, da hatte ich ihn auch reingeschrieben, ich kann euch den Kommentar nochmal zeigen. Wir haben von 61,5 die Crossbar getroffen und da war ihre Antwort, blende ich auch nochmal offiziell ein, haben die gesagt, Junge, das ist ja nicht mal ein sicherer Fußballplatz, das ist ja nur ein Trainingsplatz, ihr müsst richtig abmessen. Hier nochmal komplett abgemessen, hatten wir aber auch davor auch schon gemacht. Das heißt, jetzt gibt es eigentlich nichts mehr anzuzweifeln. Es gibt keine Ausreden mehr. Nee, ihr könnt auch gerne nach Deutschland nochmal kommen und dann machen wir es vor Ort nochmal. Jungs. Das Gute ist, dass wir jetzt so ein langes Maßband hier haben. Wir können endlich auch mal Konzis komplettes Glied messen. Da ist die Kamera sogar ausgegangen bei dem. Da ist die Kamera ausgegangen, aber wegen Akku. Wenn ich jetzt aus 50 treffe, soll ich vielleicht öfter so zweijährige Pausen einlegen. Ja. Danach kommen die vielleicht die Schüsse auch viel, viel krasser. Safe. Thomas Müller, wenn du nach der Saison aufhörst, komm zu uns vorbei. Da ist, glaube ich, noch so ein Praktikantenplatz frei. Ja. Was ich bei dem Platz krass finde, wir haben halt das ganze Maßband hier ausgefahren und die Mittellinie liegt genau bei 50 Meter. Schaut vorbei. Das ist so krass, aber es ist einfach haargenau auf diesem Platz. Ja. Das ist schon außergewöhnlich. So, Felix, 50 Meter, Stage. Der ist gut. Oh, Alter, ich dachte, safe, der ist drin. Der war ärgerlich, oder, Jan? Knapp, ja, Mann. Zeig mal dem Regionalligaspieler, wie man schießt. Ja, aber echt, der jetzt schwing mal durch da den langen Zahnstocher. Hier? Ja. So? Ja. Oh, gute Länge. Gute Länge. Länge war da, ja, aber gute Länge, Herr Hert. Ich glaube, hier ist auch das Problem, den Ball halt eben in dieses 7,14 Meter breite Tor zu befördern. Hast du das auch abgemessen? Ja, ja. Wir haben heute alles offiziell vermessen. Ich blende euch alle Daten nochmal unten in die Videobeschreibung ein. Warte, ich mach noch. Ja, ihr müsst waden. Ach so, waden? Ja. Gut. Ja, ja. Aber wenn der jetzt nicht fliegt. Alter! Alter! Wir haben's. 50 Meter sind drin. Und wieder nicht komplett durchgezogen. Also ich habe echt Hoffnung für die Marke da hinten. Für mich stellt sich jetzt die Frage, ist in Russland anders von der Gravitation oder? Weil die haben es schon angestellt bei 50. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Was fragst du?
ob die Gravitation ein bisschen anders ist bei denen. In Russland? Ja, weil die haben schon bei 50 gesagt, nicht so einfach. Ob die Gravitation anders ist? Ja, dass der Ball halt schnell runterkommt. Meinst du das gerade ernst? Nach dem Newton-Gesetz. Meinst du das ernst? Ja, E ist gleich M mal C. Es gibt Gravitationsunterschiede auf der Erde, die von verschiedenen Faktoren abhängen. Ein Vergleich der Gravitationsunterschiede zwischen Deutschland und Russland ist nicht ganz einfach. Eine Möglichkeit ist, die Normfallbeschleunigung zu betrachten, die eine theoretische Größe ist, die nur von der geografischen Breite und dem Erdradius abhängt. Sie liegt in Deutschland zwischen etwa 9,81 und 9,82 Meter pro Sekunde Quadrat, während sie in Russland zwischen etwa 9,80 und 9,83 Meter pro Sekunde Quadrat liegt. Die Gravitation ist in Russland im Schnitt etwas stärker als in Deutschland, aber der Unterschied ist sehr klein. Auf geht's. Hä? So Leute, also wir haben uns gerade besprochen und 60 Meter lassen wir aus, sondern wir gehen quasi direkt auf den Rekord auf 62. Ob wir jetzt 60 Meter machen und da unser Pulver verschießen oder direkt auf den Rekord auf 62 Meter. Also die Jungs haben 60 geschafft und danach nicht mehr. Danach aufgehört. Also 62 wäre der Rekord. 62 wäre Rekord, also alles ab 60 plus. Wir hatten, muss man nochmal anmerken, wir hatten ja damals auch offiziell 61,5 Crossbar geschafft. Also du, ich mit Jan haben es nicht geschafft. Wenn wir jetzt hier die Crossbar treffen würden, wäre es auch nochmal. Nochmal ein neuer Rekord. Okay. Damit es auch offiziell ist, Linie ist immer noch gespannt. So, nochmal nachgezogen. Okay, Konzi, ich habe gerade getroffen, deswegen fängst du an. Okay, also wenn ihr Bock habt und euch das zutraut, gerne nachmachen. Anlauf viel wenig, ist immer zu viel. Zu viel, also so ein kleinerer Anlauf ist manchmal, kannst du mehr Kraft aufbringen, aber knall dahinter. Ja, musst halt auch fliegen, ne? Knall dahinter. Kurz vom Fünfer. Aber muss sagen, ist nicht einfach. Das ist schon jetzt echt Endstufe, muss ich sagen. 62 Meter. Und? Ein Meter davor. Meter? Ja. Ach du. Eigentlich ärgerlich, weil hätten wir 61 gemacht. Hättest du den? Hätte ich ja auch den Rekord. Ach, zu kurz. Boah. 5 Meter fehlen halt. Ich habe mir jetzt mal den aktuellen Bundesliga-Ball von Derbystar dazu geholt. Das sind ja alles offizielle Spielbälle, deswegen wollte ich einfach mal schauen, wie der sich verhält. Weil ich finde, der Jabulani, der flattert in den letzten Metern extrem. Und schauen wir einfach mal, wie es mit dem hier ist. Kann natürlich sein, dass genau das Gleiche rauskommt. Oh! Was? Halber Meter. Oh! Also gefühlt sah der viel besser aus. Der fliegt stabiler. Ja, die letzten Meter macht der Jabulani irgendwie. Das meine ich, exakt. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie in der Slow-Mo auffangen kann, aber in den letzten Metern, dann finde ich, wird der Jabulani total instabil in der Luft. Und der klaut dadurch irgendwie ein bisschen die Distanz, habe ich das Gefühl. Aber schauen wir mal. Go, Konzi. Oh ja, auch viel besser. Oha. Besser, aber Fünfer. Ja. Aber man merkt auch beim Schuss, der beschleunigt nicht so stark, aber er fliegt konstant dann durch. Ich will ein Experiment, ich will einmal weniger Anlauf nehmen. Ich kenne das von Freekicks oder Elfmetern. Man denkt, durch mehr Anlauf hast du mehr Kraft, aber dadurch leidet eigentlich nur die Technik. Das sind 2,5 Schritte. Das ist kein Riesenanlauf für 62 Meter. Der wär's. Wie war der von der Länge? Perfekt. Ja, der wäre ins Netz gegangen. Es ist nicht der Anlauf, es ist nicht die Kraft im Bein, es ist einfach die Technik. Was ich jetzt machen will, ich will einfach anlaufen und schießen, nicht mehr dann so stehen und so viel labern. Wirklich jetzt Fokus auf die Schüsse. Der ist jetzt drüber. Ich habe meinen eigenen Crossbar-Rekord um einen halben Meter erweitert. Yes! Let's go, Felix. Der ist es. Willst du mich verarschen? Oh nein! Er schießt einfach drüber. Der ist einfach drüber. Ich hab drüber geschossen. Oh shit, Junge. Der ist es. Nee, der ist wieder drüber. Yeah! Yeah! Woo! Wir haben's! Und Bein ist noch dran. Ich will mich selbst challengen. Ich will auf 63, auf 64 gehen. Challenge geht natürlich jetzt zurück nach Russland, aber auch an jeden Einzelnen für euch da draußen, der sich das zutraut und sagt, ey, ich pack das. Filmt es gerne, schickt es uns, markiert uns auf Instagram, messt es nur gerne aus, weil ich weiß, es ist immer einfach zu sagen, ja, ich habe auch 60 Metern getroffen, aber man braucht schon irgendwie ja, woran man das festhalten kann. Genau. Ne? Es gibt auch einen Tipp, wer kein Maßband hat, weil nicht jeder hat 100 Meter zu Hause. Ich hatte es letztes Mal mit Google irgendwie ausgemessen, da gibt es auch eine Funktion und die ist relativ genau so auf Meter plus minus. 65 gehen wir, meine Damen und Herren, wir gehen auf 65 Meter. 65? Kasa, jetzt hast du es drin.
Einfach genauso weitermachen. Ja. Rückenwind ist auch da. Okay. All eyes on me. Komm, Kasa. Ach, davor. Nee? Wie nee. Viel? Gut, Meter. Okay. Der ist gut. Der. Nein? Wie viel hat gefehlt? 25 Zentimeter. Okay, aber ich pack das. War drin? Ja. Ja! Wie viel? 65? 65 und das Mikro hat aber Farben. Junge, so ein Stück. Reicht. So Jungs, ihr habt es mitbekommen, miterlebt, wart live dabei. 65 haben wir es geschafft, beziehungsweise Felix. Ich habe eigentlich nur angefeuert und mitgefiebert. Wir haben es zusammen geschafft. Respekt, einfach. Junge, total. Krass. Im Endeffekt merke ich, dass es an mehreren Komponenten einfach liegt. Jetzt die Kraft, den Ball von hier bis dahin zu schießen, ist auf jeden Fall das eine, aber Technik, Wind, der Ball war auch entscheidend. Ich sag, mit dem Jabulani hätte ich es niemals geschafft, sondern der Derbystar war schon auf jeden Fall die bessere Wahl. Der Wingman. Ja, einfach probieren, probieren und am Ende haben wir es geschafft. 65 Meter, Leute, geisteskrank. Ich bin selbst also, baff. Ich muss sagen, ich war bei 55-50 eigentlich schon raus, aber wenn ihr es nachmachen könnt, wollt, macht mit, Freakix Russ. Danke nochmal für den Rekord. Jetzt dürft ihr nochmal etwas üben und dann versuchen, diesen zu schlagen. Bleibt sportlich, wärmt euch bitte vorher gut auf, weil das Ganze sehr, sehr anstrengend für Muskulaturen so ist. Nicht, dass ihr euch irgendwas abholt. Und bleibt sportlich, bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao, ciao. Peace.